Am Schweizer Cup-Finalspiel in Bern bringen die Young Boys in dunklen Shorts sofort Verwirrung in die Reihen der Grasshoppers, deren Hüter Kunz die Lage allein klären muss. Aufatmen bei den Zürchern, aber ihre Gegenangriffe verlaufen nicht erfolgreicher. Der bernische Hüter Eich hat diesmal Glück gehabt. Die Young Boys spielen zeitweise überlegen, aber ihre Torschüsse misslingen. Die erste Halbzeit verläuft ergebnislos. 50.000 Zuschauer warten mit Spannung auf die zweite, in der die klug aufgebauten Angriffe der Grasshoppers an der energischen Abwehr der Berner abprallen. Und aus der Abwehr kommen die Young Boys zu Angriffen, die für Kunz gefährlich werden. Das Spiel ist spannend, voll überraschender Entwicklungen und Wendungen. Die Berner haben wieder einmal eine Cornerchance, die Kunz zunichte macht. Gegenangriff der Grasshoppers und Glück für die Young Boys. Wieder sind die Zürcher am Zuge und wieder hat die bernische Abwehr gut funktioniert. Doch endlich, 6 Minuten vor Schluss, glückt Hagen und Dürre ein Durchbruch. Dürre spielt zur Mitte, Vuko köpfelt und die Grasshoppers führen 1:0. Dabei bleibt es bis zum Schluss und zum 13. Mal gewinnen die Zürcher den Sandro-Pokal, den ihr Captain Ballamont aus den Händen von Bundesrat Schode empfängt.